Hallo liebe Katzenfreunde, was kann man tun, wenn die Katze nicht frisst? Das ist Thema dieses Videos jetzt. Ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin und Autorin von Katzenratgeber. Die Katze frisst nicht. Das A und O ist jetzt erstmal, warum frisst sie nicht? Denn es hat ja seinen Grund. Denkt hier erstmal an euch selber. Wenn ihr nicht essen mögt, dann habt auch ihr einen Grund. Also zum Beispiel Bauchweh oder zu viel gegessen oder Verstopfung. Das alles kann bei der Katze auch sein. Aber es gibt noch unzählige weitere Gründe. Diverse Krankheiten, Organbeschwerden, Verletzungen, Schmerzen oder einfach wirklich, sie hat zu viel gegessen, sie hat Verstopfung, sie hat Haare erbrochen und hat ihr ist noch so ein bisschen übel davon. Es gibt unzählige Ursachen. Also geht es ihr sonst gut? Wartet erstmal ein Tickchen ab und guckt, ob sich das von selber wieder regeneriert. Überlegt, was kann der Grund sein, dass sie nicht fressen mag? Was fällt euch ein? Was könnte gewesen sein? Habt ihr zum Beispiel den Verdacht, dass sie Verstopfung haben könnte, weil sie sich eh kaum bewegt, weil sie immer viel futtert, weil sie faul und bequem ist, weil ihr wisst, dass sie zur Verstopfung neigt? Dann müsst ihr die Verstopfung angehen. Oder hat sie erbrochen? Dann ist ihr einfach noch ein bisschen übel, dann kann man erstmal abwarten, ob sich das von selber wieder wiegt. Vielleicht aber wisst ihr auch schon, eure Katze ist leider krank, ihr wart beim Tierarzt und es wurde was auch immer diagnostiziert und aus diesem Grunde frisst sie nicht. Es muss auf jeden Fall die Ursache angegangen werden und erkannt werden. Denn die Ursache muss behandelt werden. Nur dann, wenn die Ursache behandelt wird, also der Grund dafür, warum die Katze nicht frisst, nur dann kann sie wieder gesund werden und dann wird sie auch fressen. Fängt sie also nicht von alleine, nach vielleicht einem Tag an, wieder zu fressen, dann geht mit ihr zum Tierarzt und lasst sie einmal untersuchen. Lasst sie abtasten und lasst ein großes Blutbild machen. Jetzt, Ursache wurde gefunden, gehe ich mal davon aus, dann muss die Ursache behandelt werden. Also zum Beispiel die Verstopfung oder Organbeschwerden wie Nierenprobleme, Leberschäden und so weiter. Hier müssen die Organe unterstützt werden. Die Homöopathie hat hier sehr, sehr gute Möglichkeiten. Fängt sie wieder an zu fressen, achtet auf eine gesunde und natürliche Katzenernährung. Hat die Katze eine Gastritis, also Übelkeit im Magenbereich und mag deshalb nicht fressen, als Beispiel. Oder fängt sie so langsam wieder an zu fressen, aber nur ein bisschen, dann gebt ihr erstmal das, was sie mag und annimmt. Auch wenn es das nicht das gesündeste oder beste Katzenfutter ist, wichtig ist, dass sie jetzt erstmal überhaupt wieder frisst. Versucht leichte Kost, also zum Beispiel Hühnchen. Sehr interessant ist, wenn meine Katzen leider kränkeln, dann arbeite auch ich mit Trockenfutter, obwohl ihr wisst, ich halte da gar nichts von und rate davon auch ab. Aber Trockenfutter muss für Katzen so extrem lecker riechen, dank der Tricks der Futtermittelindustrie, dass sie dadurch einen Anreiz kriegt zum Fressen. Dann bekommt sie zumindest ein bisschen was in den Magen, denn die Katzen haben einen Organismus, für den es nicht wirklich gesund ist, lange nichts zu essen. Es gibt hier unterschiedliche Berichte und Erfahrungen. Tierärzte sagen immer, nach einem Tag nicht fressen ist gar nicht gut für den Körper der Katze, alle Organe gehen kaputt. Ich kann von Berichten und anderen Erfahrungswerten sagen, es gibt Katzen, die haben über Tage nichts gegessen und die Organe haben keine Schäden genommen. Auf jeden Fall aber ist der Körper der Katze so gestrickt, dass man eben nicht sagen kann, Mensch, dann faste doch mal eine Runde, das tut dir gut, was ja bei uns Menschen der Fall ist. Da ist fast eine tolle Maßnahme, um gesund zu werden. Bei Katzen ist das nicht so. Versucht also, sie ein bisschen zum Fressen zu animieren. Bei Gastritis und so, da kann sie durchaus mal einen Fastentag einlegen, damit sich das ganze System wieder beruhigt. Geht auf jeden Fall die Ursache abklären,
Geht zum Tierarzt im Zweifelsfall und dann gebt ihr leichte Kost. Gebt ihr Joghurt zur Darmsanierung. Der Darm ist auch bei Katzen eine wichtige Basis, wie bei uns Menschen. Leichte Kost, Hühnchen. Versucht ein bisschen Trockenfutter, manchmal auch nur rüberbröseln über das Futter als Anreiz. Guckt, was sie frisst und annimmt. Probiert einfach aus verschiedene Futtersorten. Rohes Fleisch, gebratenes Fleisch. Auf jeden Fall, Sunny, hoffentlich stoppt sie mir nicht das Video. Auf jeden Fall was Leichtes. Streckt das Futter vielleicht mit ein bisschen Wasser. Wenn der Magenbereich gereizt ist, sind fette Öle keine gute Idee, auch keine Milchsachen. Testet aus. Wichtig ist, dass sie erstmal Futter frisst. Hier komme ich auch so ein bisschen zum Thema Zwangsernährung. Wie jeder Zwang, so ist auch die Zwangsernährung niemals etwas, niemals ein Ziel und niemals etwas Langfristiges. Zwangsernährung sollte man nur dann machen, meiner Einschätzung nach, wenn die Katze noch eine Chance hat und es wirklich nur vorübergehend ist. Man muss auch sehen, es gibt Katzen, die lassen sich das ganz gut gefallen. Und es gibt Katzen, für die ist das so eine Qual, die verlieren dann auf einmal das ganze Vertrauen zu euch. Das muss man auch so abschätzen. Also Zwangsernährung versuchen zu vermeiden. Und jedes Tier ist unterschiedlich. Also manche, wenn man mit der Spritze ins Mäulchen kommt, mit dem Futter drin, die sind sofort weg. Andere erdulden das. Dann kann man gucken, ob ich eher vorübergehend so ein bisschen Nahrung zuführen kann. Aber wirklich nur kurzfristig, nur überbrücken, was ich mal gemacht habe, hängt wirklich von der Katze ab. Für diese Katze war das okay. Ich habe ein bisschen so Breifutter auf meinen Finger getan und ihr das so ins Mäulchen reingesteckt. Auch das geht nicht bei jeder Katze. Ziel ist immer, dass sie von selber wieder anfängt zu fressen. Also ganz wichtig, was tun, wenn die Katze nicht frisst? Geht ihr sonst gut, erstmal Ruhe bewahren und gucken, ob es sich von selber wieder gibt, ob sich der Magen wieder beruhigt. Überlegt die ganzen Geschichten mit Verstopfung, hat sie vielleicht erbrochen, ist ihr schlecht? Wird es nicht besser, ab zum Tierarzt? Abklären lassen? Es muss einen Grund geben. Denkt daran, es muss einen Grund geben. Weil es kommt auch vor, Tierärzte finden erstmal nichts und dann machen sie erstmal so das übliche Schema. Antibiotikmittel und solche Sachen. Kann man versuchen, aber meiner Erfahrung nach, wenn die Ursache, nein, beziehungsweise ganz klar, wenn die Ursache eine andere ist, zum Beispiel meine Gypsy, die hat ja nicht gefressen. Da hilft nichts gegen Übelkeit und so weiter. Die hatte ein Leberproblem. Da musste die Leber angegangen werden. Und als ich das gezielt mit der Homöopathie gemacht habe, hat sie auch wieder angefangen zu fressen. Ich erhalte ganz oft E-Mails. Frau Schulitz, meine Katze frisst nicht. Welches zauberhomöopathische Mittel hilft? Nein, es gibt keins. Und ich werde auch keins empfehlen, weil das ist Blödsinn. Die Ursache muss gefunden werden und behoben werden. Denkt daran. Ich weiß, es ist ganz furchtbar. Mir ist es auch immer ganz wichtig, dass meine Katzen fressen, weil dann weiß ich, es geht ihnen erstens gut und zweitens, oder auch selbst wenn nicht, dadurch, dass sie fressen, habe ich immer noch ein bisschen Zeit, wenn sie kränkeln oder schwächeln. Das Fressen stabilisiert den Körper, gibt ihnen Energie, gibt ihnen Nährstoffe und so weiter. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen anregen, Tipps und Hilfe und Unterstützung geben. Wer Lust hat, abonniert gerne meinen Kanal hier auf YouTube. Schaut sich meine Internetseiten an, katzensprechstunde.de, naturgesunde-katze.de. Kauft gerne das eine oder andere Buch von mir, da findet ihr ganz, ganz viel über eine natürliche, ganzheitliche Basis für unsere Katzen. Und solltet ihr an einer individuellen Beratung interessiert sein, kontaktiert mich gerne per E-Mail. Alle meine Daten auf meinen Internetseiten. Insofern, schnurr, schnurr, miau. Eure Kirsten Schulitz.